So, damit zur letzten Kategorie für heute. Wir blicken voraus in den frisch bevorstehenden Monat Februar, was es denn dort alles so geben wird. Was wird es denn dort alles so geben? Wir beginnen wie immer, oder? Ist doch jedes Mal. Ja, ich denke, es ist wie immer, ja. Mit dem Hörspielklassiker der SRF Musikwelle. Wir wissen noch nicht, was es sein wird, aber wir sind gespannt darauf. Genau, dann gibt es die zwei abschließenden Folgen der Animorphs. Es wurde ja im Januar damit begonnen, die Serie neu digital zu veröffentlichen. Und die zwei letzten Folgen, die 9 und die 10, kommen dann am 2. Februar in den Handel. Das ist einmal die Folge 9, das Geheimnis, und die Folge 10, der Android. Gute Folgen. Also kann ich mich tatsächlich auch inhaltlich komplett an beide erinnern. Ganz toll. Und ich muss noch, das echt hören. Und noch eine Anmerkung. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal geguckt. Da gibt es ja wirklich eine Serie. Also eine Serie. Was sehr, sehr schräg ist, weil das ja mit sehr großem technischem Aufwand verbunden ist. Also du meinst so zum Gucken. Zum Gucken, ja. Ah, okay. Ich habe einfach mal bei YouTube Animorphs eingegeben, um mal zu gucken, was da so kommt. Ja, und da kommen tatsächlich Ausschnitte von diesen Serien. Mit zwei Staffeln habe ich irgendwie gesehen, wo eben dann so Verwandlungsszenen auch drin sind, die technisch ja jetzt nicht, also ich weiß nicht, aus den 90ern. Weiß nicht, ob das High-End damals war, keine Ahnung. Ja doch, hier, da gab es doch immer diese ein bisschen Wasser, umrühren und fertig. Weißt du noch, diese Werbung von, irgendein Kaffee war das doch. Irgendein Kaffeepulver. Und da war das doch auch so, so High-End, wo man gesagt hat, oh, guck mal, was sie alles können hier in der Werbung. Wo sich der Mensch dann hier verwandelt hat in so ein Kind. Oh, ich bin, glaube ich, bei Werbung ausgestiegen, da gab es Clementine noch. Und der General. Und Adolf mit der Goldkante. Genau. Adolf mit der Goldkante. Mit Annette Koch. Jo. Also, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint das wirklich ein großes Ding gewesen zu sein. Das guck ich mir an. Das google ich mir heute an. Es tut so ein bisschen weh, glaube ich, aus heutiger Sicht. Bestimmt. Ja. Aber ja, die Hörspiele sind wie alles, was aus den 90ern ist, oder? Was? Nirvana war auch aus den 90ern. Björk war auch aus den 90ern. Das tut nicht weh. Okay. Nein, Nine Inch Nails war in den 90ern. Die tun auch nicht weh. Die Primus. Waren halt nur, das ist halt, weil die durch die Drogen so verpeilt waren, haben die es nicht mehr in die 80er geschafft. Das ist eine Theorie, ja? Ja. Die stimmt auch. Wird in einer der nächsten Offenbarung-Folgen aufgegriffen. Schreib mal ein Buch drüber, es gefällt mir. Es wird auch Sinn machen. Mhm, völlig. Ja. Dann gibt's auch den dritten Teil ja dann schon, der Arkadien-Saga von Kai Meier, umgesetzt von David Holey und Marco Göllner. Arkadienfeld heißt selbige und wird am 2. Februar erscheinen. Ja, eine neue Faith Van Helsing Chronicles erscheint auch, die Folge 56, Tod in der Familie. Und ebenfalls am Freitag der Start einer neuen Serie, nämlich Inspektor Lestrade, ein Fall für Scotland Yard, der erste Teil. Der Augenblick des Todes, ja, wo wir unseren Titel auch quasi gewidmet haben. Genau. Dieses Mal. Ist aber interessant, es gibt anscheinend da nur drei Fälle. Also sind anscheinend nur diese drei Folgen geplant, die dann jetzt kommen. Mal gespannt, was das wird. Und Peter Gröger noch zu hören. Ja, stimmt. Dann noch mehr digitale Wiederveröffentlichungen. Die Knickerbockerbande, da tut sich auch was. Die Folgen 10, 11 und 12 erscheinen am 2. Februar. Die 10 ist 13 blaue Katzen. Die 11 hinter der verbotenen Tür und die 12 der Geisterreiter. Das Ganze ist bei Highscore Music dann digital erhältlich. Und bei Maritim gehen auch die alten Serien weiter. Nämlich hat man jetzt NYP Dead nochmal reaktiviert und da wird die Folge 6 Wassernixen erscheinen. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind das auch nur die Folgen, die damals schon fertiggestellt, also beziehungsweise fertig geschrieben wurden. Ich glaube 6, 7, 8 oder sowas, die waren angekündigt, kamen dann halt nicht mehr und die werden jetzt noch nachgereicht. Andreas Masut. Ja, genau. Mhm. Ja, dann ein PDAX-Hörspielklassiker, Der Kampf um den Südpol von Walter Jensen. Ist von 1964, eine Produktion des WDR, die ich erstmal vorab sehr, sehr geil fand. Ich bin ein großer Fan von diesen Entdeckergeschichten, muss ich erstmal vorwegschieben. Also da bin ich immer sehr erpicht drauf. Und Der Kampf um den Südpol ist einfach eine völlig abgefahrene, krasse Geschichte, Menschheitsgeschichte. die Zeiten der Entdecker, die ja heute, das gibt es ja heute nicht mehr so. Man kann sich das eben gar nicht mehr vorstellen, dass es Flecken auf der Erde gab. Es gibt zwar immer noch so ein paar, aber naja,
die halt ja quasi nicht zugänglich waren und wo man halt, wenn man da hinkam, der erste Mensch war. Und beim Südpol ist das halt so krass, dass eben zwei Personen sich in den gleichen Monaten aufgemacht haben, um eben den Südpol als erster Mensch zu betreten. Nämlich Robert Falcon Scott im Auftrag der englischen Krone, mehr oder minder, also dementsprechend auch ausgestattet mit Ponys und mit Hunden und mit 69 Mann oder so, ich weiß nicht, wie wir auf dem Schiff waren. Also mit richtig Asche quasi. Und eben der Roald Amundsen, der quasi auf eigene Faust, auch ohne das seinen Männern zu verraten, sich aufgemacht hat. Er wollte eigentlich, also eigentlich hieß es, dass er irgendwo sich im Nordmeer rumtreibt, bis dann seine Besatzung irgendwann gemerkt hat, okay, irgendwo fahren wir doch woanders hin, bis er ihnen dann eröffnet hat, nee, es geht dann doch zum Südpol. Und zwar mit der Fram, das ist das Schiff von Fridtjof Nansen. Und er macht das quasi mehr oder minder auf eigene Faust mit einer Handvoll Leute, die quasi seine Freunde sind. Also auf der einen Seite, das ist halt echt so spannend, Engländer mit einer strammen Hierarchie und viel Zeug. Und auf der anderen Seite der Roald Amundsen eben mit viel Herz quasi und einer verschworenen Truppe. Und halt ziemlich guten Überlegungen, wie sich aber erst im Nachhinein feststellen lässt. Ja, er hat halt alles richtig gemacht. So gehen die beiden eben unterschiedliche Wege auch, lagern erstmal unterschiedlich und Scott ist ein bisschen weiter weg vom Pol, bevor dann die ersten Depot-Exkursionen losgehen. Depot-Exkursionen sind quasi Exkursionen, wo man versucht, Depots anzulegen, dass man auf dem Hin- und auf dem Rückweg zum Pol halt immer Halt machen kann, weil er natürlich das Wetter überraschen kann und alles Mögliche passieren kann. Eisspalten, ja. Ja, und man muss ja auch Benzin transportieren. Also sie hatten ja teilweise Motorschlitten dabei. Ja, sogar Motorschlitten, genau. Das fand ich auch sehr absurd. Das wusste ich auch nicht. Das fand ich sehr, sehr krass. Ja. Und das Geile dieses Hörspiels ist halt, es werden beide Expeditionen erzählt, und zwar auf Basis einmal von diesem dicken Schinken, den Amundsen geschrieben hat, nachdem er zurückgekommen ist. Und den Tagebüch, den sehr Nachhinein, man kann es ja verraten, man weiß es ja oder man kann es ja googeln. Ja. Scott ist ja nicht zurückgekommen, beziehungsweise ist fast zurückgekommen, hat es aber auf dem Rückweg nicht mehr ganz geschafft. Und man hat bei ihm eben Tagebücher gefunden. Und auf Basis dieser beiden hat eben Walter Jensen dieses Hörspiel geschaffen, das ich ganz, ganz toll fand. Es werden halt, wie gesagt, die Expedition quasi immer so halb-halb pro Folge aneinander geschnibbelt. Bis auf den Schluss, da konzentriert man sich dann immer jeweils auf einen. Und das ist halt sehr, sehr geil, wie da dargestellt wird, wie der eine vom Pech verfolgt ist und dem anderen quasi irgendwie mehr oder minder alles zufliegt, weil er eben auch die richtigen Entscheidungen getroffen hat, wie unterschiedlich diese beiden Expeditionen waren und ja, was so drastische Sachen eben da natürlich passieren. Das sind absolute Extremsituationen und das kommt toll rüber, finde ich, obwohl das Ganze tatsächlich ja so ein, gerade durch die Tagebucheintragung von Scott, so einen dokumentarischen Charakter hat. Und diese Mixtur fand ich sehr, 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 sehr geil. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und also ich kann das wirklich nur wärmstens empfehlen. Über die 8 Folgen hinweg wirklich ein ganz tolles Abenteuer-Hörspiel. Mir eben, wie gesagt, gefühlt halt nah an der Realität, weil es eben auf diesen Dokumenten basiert. Und das fand ich ganz, ganz toll. Ja, das ist auch wirklich, also es hat tatsächlich so einen dokumentarischen Einschlag, den ich auch richtig gut fand, weil es halt, man wird da so in die Realität mit reingezogen. Also das ist wirklich nicht wie eine fiktionale Geschichte, obwohl diese einzelnen Dialogszenen ja tatsächlich wie ein normales Abenteuerhörspiel aufgebaut sind. Aber durch diese immer wie währenden Erzähleinschübe wirkt das tatsächlich so ein bisschen plastisch und hat eher so den Terra X-Effekt, sozusagen. Das finde ich schon richtig klasse. Also wenn man das, eins unserer Lieblingshörspiele ist ja das Gefangen im Packeis, was ja in einer ähnlichen Situation spielt, was aber wesentlich dramatischer im Erzählstil ist, weil es halt einfach nur die bloße Story erzählt. Und hier merkt man, durch diese Dokumentar wird das ein bisschen runtergehoben, aber was nicht schlecht ist, sondern trotzdem ist ja noch genug Spannung drin und dadurch wird es realer und greifbarer. Oh, das ist so tragisch. Oh, ja. Das ist unvorstellbar. Ja, weil sobald du gefangen im Packeis wirkt ja tatsächlich eher wie ein reines fiktionales Abenteuerspiel, obwohl es ja auch eine wahre Begebenheit ist. Hm. Und das wirkt halt tatsächlich reeller. Also kaufen, fand ich wirklich ganz, ganz toll. Schöner Schatz, der da gehoben wurde mal wieder. Habe ich vorher auch noch nichts gehört. Genau, ne? Nie gehört. Toll. Das ist wirklich gut, ja.
Ja, dann noch mehr Veröffentlichungen bei Maritim. Wayne McClare geht in die 8. Runde. Aldermore Asylum heißt sie. Und ja, von Paul Burkhardt, wie immer, mit Paul Burkhardt. Und die Inszenierung ist auch von ihm. Sehr schön, freue ich mich. Dann ins Radio. Und zwar zu einem Henning Mankell. Und zwar die Rückkehr des Tanzlehrers. Den ersten Teil wird es geben am Freitag, den 2. Februar um 19.04 Uhr. Im WDR 3, das ist das WDR-Produktion aus 2003, die auch beim Hörverlag rausgekommen ist. Genau. Ich habe jetzt schon ewig kein Mankell-Hörspiel gehört. Ich glaube, die letzten waren die Stricker-Inszenierungen vor etlichen Jahren. Habe mir dann doch jetzt im Vorfeld für den Februar dann dieses Hörspiel nochmal angetan und war richtig begeistert, wie gut die Dinger sind. Also das ist wirklich ein toll erzählter Krimi mit einer wirklich packenden Story, die ins rechtsradikale Milieu geht. Der Kommissar, der hier eine bitterböse Krankheitsdiagnose erfährt und quasi während seinem Leidensweg noch diesen sehr, sehr fiesen Fall aufklären muss. Ja, das fand ich wirklich spannend. Also es ist ein Zweiteiler und ich würde euch dringend empfehlen, den zu hören, weil er wirklich richtig gut ist. Soll ich das vielleicht nochmal nachholen? Also ich habe den schon vor Jahren mal gehört, aber als präsent habe ich den gar nicht mehr. Mhm. Mache ich also dann mal. Also ich kannte ihn offensichtlich, also bewusst nicht. Also ich glaube, also ich fand den so gut, also das wäre mir aufgefallen, wenn ich den schon mal vorher gehört hätte. Also ich kannte ihn tatsächlich nicht. Dann zu etwas ebenfalls sehr, sehr Gutem, was wir euch schon mal sehr ans Herz, dringend ans Herz gelegt hatten. Um 20 Uhr gibt es nämlich im SRF 1 nochmal zu hören, Gestorben wird immer rechts von Charles Lewinsky, die SRF-Produktion aus 2013, die beim Christoph Merian Verlag auch ein Jahr später auf CD erschienen ist. Ja, ein ganz tolles Stück über ein Zwei-Personen-Stück. Ein Stadttheater, das geschlossen werden soll, aber es geht halt um so viel mehr. Ja, toll. Das ist wirklich gut, ja. Ja, apropos Schweizer Produktion, SWR 2 bringt auch eine, und zwar Verfluchtes Licht von Lukas Holliger. Das ist eine Produktion des SRF aus dem letzten Jahr, in der Marc Gensler auch die Regie geführt hat. Und das Stück ist mit dem ARD Online Award ausgezeichnet worden und das hat mich recht froh gestimmt, weil es tatsächlich mal einen Krimi dort erwischt hat und nicht irgendeine Kunstproduktion. Dann zum Glück auch noch von den Schweizern, die, wir hatten es ja vorher schon mal erwähnt, momentan einen richtig guten Job machen. Auch dieser Krimi ist wirklich hörenswert. Es ist, obwohl es nicht mein Genre ist, es geht so ein bisschen in die Noir-Richtung, aber ich fand den tatsächlich spannend und sehr, sehr gut erzählt. Es geht halt um einen Privatdetektiv, der ja eher im Dunkeln ermittelt, weil er so eine Art Lichtallergie hat. Ja, Licht ist das falsche Wort, aber also er tummelt sich lieber im Dunkeln. Man reist zurück ins Jahr 1989, kurz vor dem Fall der DDR. Es geht um Medikamente, die von einer Firma ja auf merkwürdige Weise vertickt werden. Dieser Schweizer Pharmakonzern, der dahinter steckt, der scheint also Verbindungen zur DDR zu haben. Und auf diese versucht Heiner Glut draufzukommen, muss dabei, also beziehungsweise er rutscht durch einen Mordfall da rein. Und dieser Mordfall hat halt eben mit diesem Medikamenten-Mysterium zu tun. Das Ding ist nicht eine bloße fiktionale Erzählung, sondern dem liegt tatsächlich ein wahrer Fall zugrunde. Und das macht das Ganze nochmal besonders interessant. Es ist auch durch die historische Einordnung, also man hat auch immer so Versatzstücke, dass man das als man auch immer wieder in die Zeit mit reingezogen wird. Also fand ich sehr, sehr hörenswert. Könnt ihr euch gerne gönnen. Das Ganze läuft, wie gesagt, am 2. Februar 22.03 Uhr bei SWR 2. Klingt gut. Auch notiert. Ja, der war ganz nett. Also vor allen Dingen, wie gesagt, ich finde es wirklich gut, dass man sowas auch ins Rennen um den deutschen Hörspielpreis schickt und auch wenn man da jetzt nicht gewonnen hat, aber den Online-Award, also das Publikum hat man zumindest hinter sich bekommen und das finde ich schon mal aller Ehren wert. Ja, dann mache ich den Umklapp mal. Samstag, ach, ja. 3. Februar 0.05 Uhr im Deutschlandfunk gibt es das Bouillabaisse-Komplott von Andreas Pflüger. Jetzt musst du mir helfen. DS-Kultur, also es ist, glaube ich, so der Zwischenschritt zwischen RIAS und Deutschlandradio. Aha, okay. Das ist also so ein, also da gab es ja dann verschiedene, also es gab ja dann Deutschlandradio Berlin und also wie die dann alle hießen und das war so ein Zwischenschritt, genau, den gab es dann mal ganz kurz. Ja. 1993 und das ist eine Parodie auf eben besagte Film-Noirs und auf diese Krimi-Figuren à la Chandler. Ja, das ist schon toll besetzt. Sehr schräg. Otto Sander so eine Hauptrolle zu hören. Ein Jürgen Gluckert hört man auch. Ja, es ist halt wirklich eine Parodie, die aber in,
in alle Ecken so überzogen ist, dass es mir echt zu viel war irgendwann. Also es geht um den berühmten Detektiv, der halt in seiner kalten Bude sitzt, schon 100 Jahre keinen Auftrag mehr hatte. Dann kommt die Blondine rein und dann wird's schräg, weil die ist blind und die will sich als Sekretärin bewerben und dann kommen da noch zwei Gestalten dazu und ich weiß nicht, ich fand das Ja, echt ich glaube, das ist nicht das witzig Problem, und nicht gut. Also echt nicht. dass bei so einem, das Stück ist ja jetzt mehr als 20 Jahre alt und ja, da hat sich der Humor hat sich schon ziemlich gewandelt. Also was ich gut fand, ist, dass man so den eigenen Hörspielkunstbetrieb ziemlich auf die Schippe nimmt. Das hat mir da sehr dran gefallen. Klar, der Humor ist sehr staubig, also das ist, ja, und weil es halt besonders schräg ist. Ja. Also ich konnte damit nichts anfangen. Nee. Ja, es ist die Story ist halt total weg dann ja irgendwann. Es splittert sich in Absurditäten auf. Wenn man das jetzt mal so vergleicht mit einem Eugen Egner, der ja immer noch so einen roten Faden drin hat und dann auch irgendwo ans Ziel kommt, das Ding irgendwie rund macht, das ist ja hier gar nicht. Also das ist ja dann eigentlich nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Merkwürdigkeiten und humorigen Einfällen, die nur einer ganz groben Struktur folgen, aber keiner roten Linie. Das ist es halt ein bisschen, macht es halt ein bisschen seltsam. Naja, dann ein Hörspiel, das du sehr gelobt hast, das ich dann natürlich Ja. auch gehört habe. Am Samstag, den 3. Februar, gibt es um 20:05 Uhr im Deutschlandfunk Manitou von Holger Böhme zu hören. Ja, schönes Ding, gefiel mir gut. Gell? Kommt aber an den Komoran nicht ran. Nee, das stimmt. Nee. Aber Das stimmt. es schlägt auch in eine völlig andere Kerbe, deswegen ist das völlig eigenständig. Ja, es ist eh genau. Es ist nur, weil es die eine Hauptfigur ist, aber Ja. die Idee dahinter ist eine ganz andere. Halt, die Figur ist die gleiche, aber das Thema ist ja ein ganz anderes. Ja, Samstag, 3. Februar, 21:05 Uhr, NDR Info, gibt es dann den zweiten Teil von Geronimo von Leon de Winter. Das ist ja eine vierteilige Serie, hatten wir ja schon im Vorausblick Januar kurz angerissen, weil der erste Teil ja schon am 27.01. läuft. Und das Ganze ist auch zum Nachhören. Also selbst wenn ihr das jetzt später hört, könnt ihr da immer noch einsteigen. Ja, es verspricht Spannung zu geben, weil das auch ein sehr heiß diskutierter Thriller war, weil er auf eine wahre Begebenheit, nämlich der Erschießung Osama bin Ladens, zugeht. Und ja, ich bin mal sehr gespannt drauf. Ja, dann abends um 23 Uhr im HR2 etwas Audioartiges, eine Ursendung Raum Hören 1, Radiophonie von Johannes S. Sistermans, eine HR-Produktion. Für jüngere Ohren gibt es am 4. Februar um 8:05 Uhr beim Deutschlandfunk Kultur ein neues Märchen von Anna Böhm. Läuft bei dir, Frau Holle, heißt es. Klingt ein schöner Titel. Läuft. Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Am Sonntagnachmittag dann um 14:05 Uhr im NDR Info der dritte und letzte Teil von Skogland von Kirsten Boje, die NDR-Produktion aus 2006, die ja beim Hörverlag auch rausgekommen ist. Anhören, schönes Hörspiel. Am 4.2. um 15:05 Uhr bei Bayern 2 gibt es dann den dritten Teil von Das Ende der Paraden, das Hörspiel nach dem Roman von Ford Madox Ford. Das Ganze ist ja ein Siebenteiler, der auch im BR-Hörspielpool komplett zum Download stehen wird. Also immer, ich glaube, freitags gibt es die Folgen schon zum Download und sonntags ist dann die Ursendung und die wird montags um 20:03 Uhr auch immer wiederholt. And it said, Kilroy was here. Ah, genau. Er kommt wieder, ja. Und zwar, die erste Staffel wird ja, das hat man auch schon gesagt, im SRF2 Kultur nochmal gesendet. Am Sonntag um 17 Uhr gibt es den dritten und den vierten Teil hintereinander von Robert Weber. Ja, dann aufgemerkt, Freunde des Abenteuerhörspiels, am 4. Februar um 18:30 Uhr gibt es beim Deutschlandfunk Kultur eine Ursendung. Und zwar von dem Roman In 80 Tagen um die Welt. Peter Jordan hat das Ganze als Hörspiel inszeniert nach dem Roman von Jules Verne, nicht inszeniert, geschrieben. Inszeniert hat es Leonard Koppelmann und aber doch Peter Jordan auch. Ja, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, dass man so einen klassischen Stoff mal wieder anpackt. Ist ja doch mittlerweile im Radio auch eher ein bisschen seltener geworden, also zumindest klassische Stoffe schon, aber so eher Trivialliteratur und aber ich könnte mir vorstellen, dass das gut wird. Macht das Koppelmann jetzt nicht zum zweiten Mal schon? Die 80 Oder? Tage hat er nicht gemacht, oder? Der hat Reise zum Mittelpunkt gemacht. Es war damals nicht mehr dabei bei den Oder war das auch dabei? mehrdimensionalen. Wie war denn das? Wie war denn das? Ja. Kam doch dann auch auf DVD raus. Genau, das war doch In MDR. MDR, genau, richtig. Ich hätte jetzt meinen Hintern drauf verwettet, dass da Ja, 80 Tage auch stimmt. dabei war.
Da war in 80 Tagen. Ich habe die, glaube ich, nicht hier, soweit ich weiß. Da bin ich bis heute hinter der DVD her. Die war mir immer zu teuer. Kann ich verstehen. Obwohl es In sich echt 80 eigentlich Tagen lohnen würde, weil Mitteldeutscher das. Rundfunk tatsächlich. Die war dabei, ist aber nicht von Koppelmann. Nicht von Koppelmann, okay. Nee, Stefan Dutt hat Regie geführt und die Okay. Bearbeitung war von Helmut Pechina. Aha. Ja. Dann bleiben wir beim Sonntag um 21:03 Uhr. Im SWR 4 gibt es nochmal Verfluchtes Licht von Lukas Holliger. Und Ja. dann. Achso, Entschuldigung. Jetzt. Nee, nee, mach ruhig, mach. Nee, nicht Ich schon war, wieder. nee, War das nee, letzte Mal auch ich schon war so. ja, ich war gerade mal beim Peter Jordan, hing ich noch. Umklapp, 0:05 Uhr am Montag. Im Deutschlandfunk Kultur. Eines, ich nehme es vorweg, meiner Lieblingshörspiele aus 2017, nämlich Eugen Egners herrliches Aldartenral. Ja, ihr fragt euch, was ein Aldartenral ist. Am Ende dieses Hörspiels werdet ihr es wissen. Und auch schön besetzt. Ingolf Lück, Tommy Pieper, Kai-Magnus Ding, Grüße. Grüße. Ja, dann hätte ich auch noch ein Hörspiel anzubieten, was zu meinen Lieblingshörspielen des Jahres 2017 gehört. Das läuft nämlich um 21:30 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur. Und zwar Die Hexenbraut von Frank Schulz. Ein ganz großartiger Krimi in der Regie von Wolfgang Sesko. Solltet ihr dringend hören, hatten wir euch schon vorgestellt, könnt ihr ja nochmal nachhören. Und ja, unbedingt einschalten. Dann gibt es eine Ursendung am Montag um 22 Uhr im MDR Kultur und zwar Baal nach Bertolt Brecht. Regie Matthias Thalheim. Wir sind gespannt, eine MDR-Produktion. Ja, dann etwas Audioartiges hat dann SWR 2 am Dienstag, den 6. Februar um 23:03 Uhr im Programm. Ovalaroma von Markus Popp ist das Ganze und ist eine neue Produktion des SWR. Das klingt irgendwie schlüpfrig. Ich kann aber auch nicht Ja, sagen, warum. aber es ist doch nur der Versuch der Fusion von Parfüm und Musik in Form eines Hörspiels. Ja, genau. Ja. Am Es Mittwoch. extrahiert den puren akustischen Duft aus dem Dreigestirn von Musik, Text und sinnästhetischer Chemie. Ein vielschichtiges, olfaktorisches Erlebnis aus Kopf, Herz und Basisnote. Das klingt, als ob ich es hören will. Aus dem Radio kommt kein Geruch außer Modder aus den Boxen. Ja, wenn man Glück hat, ein altes Röhrenradio, das riecht. Stimmt, nach Elektro. Ach, schön, Staub. Oh Gott. Am Mittwoch, 7. Februar um 20:05 Uhr, gibt es im BR2 das Hörspiel Die Nacht des Luchses von Kai Hensel, die WDR-Produktion aus 2016. Ja, unbedingt anhören, ein richtig guter Krimi des WDR. Darin geht es um den Bundestagsabgeordneten Bärenburg. Der ist gerade auf dem Weg zwischen zwei Terminen, hat seinen Assistent Steffens dabei und auch eine ja, Art Praktikantin. Und während dieser Fahrt geschieht ein Unglück. Sie fahren einen Luchs an. Und ja, was dann damit passiert und was dann vor allen Dingen um das Ganze herum passiert, was mit der Tochter ist, die dann sich per Telefon meldet. Ja, das gibt einen sehr mörderischen Krimi, eingefangen in einem Auto. Naja, Gott, es geht auch mal außerhalb des Autos weiter. Aber das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Kammerstück, toller Krimi und der hat mir richtig gut gefallen und der ist wirklich empfehlenswert. Ja, dann wieder in den Handel. So, festhalten, jetzt kommt die große DAV-Parade. Der DAV bringt nämlich sehr, sehr viele Hörspiele unter der Regie von Sandor Ferenczi raus. Und zwar unter anderem Aladdin und die Wunderlampe und weitere Märchen aus Tausend und einer Nacht. Da hören wir unter anderem Hans Petsch und Eduard Marx. Dann gibt es weitere Märchen, nämlich Aschenputtel und weitere Märchen der Gebrüder Grimm. Das Volker Lechtenbrink unter anderem zu hören. Dann Der Mann mit der dunklen Brille und weitere Abenteuer mit Tobi und Robby. Ist das Tobi, Robby und das Flievertüte eigentlich? Das ist keine Ahnung, Also es glaub klingt eher irgendwie nicht, danach. oder? Aber es klingt so, ja. Zwei Jungs fragen mal. Ja, mal gucken. Bei Polydor vorhin anno dazu mal rausgekommen. Dann nochmal Märchen, Der Rattenfänger von Hameln und weitere Geschichten. Dann die Gentlemen bitten zur Kasse. Das ist auch eine Poly-Platte gewesen von 1966. Dann die Mars-Rakete und weitere Abenteuer. Auch Poly. Nee, ist Polydor. Was ist eigentlich Polydor und Poly eigentlich nochmal? Keine Ahnung. Also es sind zwei Das sind so, verschiedene. ist das Ja. nicht, ist das nicht das eine so Erwachsene und das andere die Kinder? War Ach das nicht so, so könnte irgendwas? sein, ja. Ist das, Also Poly ist da liege ich da Kinder vielleicht mal. und Polydor ist mehr so für Ältere. Wahrscheinlich sind jetzt die alteingefleischten Oh, die. Zwandler, die haben wahrscheinlich gerade, oh Ja, Gott, die beißen in die die Idioten. Tastatur gerade, ja. Und einen haben wir noch: Hänsel und Gretel und weitere Märchen von den Gebrüdern Grimm. Das war's, oder? Oder kommen noch mehr? Ich Nee, ich glaube, das glaube, war's das erstmal. war's. Dann kommen Ja, halt ja. noch was anderes später, aber das
kommt dann später. Genau. Also irrsinnig viele Märchen und andere Geschichten von Sándor Ferenczi oder von Sándor Ferenczi zumindest umgesetzt. Es ist, glaube ich, auch so, dass das Gesamtwerk irgendwie, das kam ja vor Jahren schon mal in relativ teuren CD-Boxen, kann ich mich noch so dunkel erinnern. Und jetzt gibt es das Ganze dann auch zum schmalen Preis beim DRV. Ja, es gibt auch noch mehr, und zwar Europa bringt auch was raus, und zwar Der kleine Huibu, die Folge 7, die geschrumpfte Hexe und Monster unterm Bett, Fragezeichen. Hey, mal kein Ausrufezeichen. Und dann geht's bei den Knickerbockern weiter, nämlich mit der Folge 13 im Wald der Werwölfe, mit der Folge 14 die Drachenschunke, die Folge 15 der grüne Glöckner. Das sind so geile Titel einfach. Das ist herrlich. Ja, und dann gibt's auch mal wieder einen Original Van Dusen, die Folge 18. Im Harem sitzen heulend die Eunuchen. Die Produktion des Rias aus dem Jahr 1981 wird von Maritim auf CD und ins Digitalregal gebannt. Und das Ganze erscheint am 9. Februar und ist absolut hörenswert. Ich hatte so einen Spaß bei der Folge. Die habe ich schon 100 Jahre nicht mehr gehört. Ich weiß gar nicht, warum. Weil die wirklich so lustig ist und so mit Klischees vollgeballert. Ja, das macht einfach nur Spaß. Also Van Dusen wird von einem Sultan verpflichtet, dass er nach einem gestohlenen oder verschwundenen Diamant forschen soll. Wird dazu quasi eingesperrt, ja, in den Sultanspalast. Ja, bekommt es dort unter anderem natürlich auch mit dem Harem zu tun, denn in dem Harem gibt es auch eine Engländerin, die da irgendwie zwangsverpflichtet wurde und genauso quasi wie jetzt Van Dusen und Hedge quasi sich ihrem Schicksal ausgeliefert sind, auf Gedeihen verderbt, dem Kalifen dort untergeordnet sind. Sie wollen natürlich den Fall lösen, aber sie müssen natürlich auch da irgendwie aus diesem Ding wieder raus. Und ja, da passiert einiges Schönes dabei. Ja. Und sehr Witziges. Herrlich, ja. Schöne Folge. Ja. Schönster Satz ist, glaube ich, ihr Vater war auch schon Bono. Ja. Stimmt. Ja. Da freue ich mich auf die Kommentare. Also ja, unbedingt. Das Zusatzmaterial. Dann hatten wir noch nicht genug beim DAV, denn es geht auch mit den Sherlock Holmes Boxen weiter. Es gibt die Box Nummer 3, die Memoiren, schimpft sie sich. Da ist drin vom BR der Silberstrahl 1963, die SWF-Produktion Die Gloria Scott von 1984, das Musgrave-Ritual, BR-Produktion von 1968, Sherlock Holmes spannt aus, BR-Produktion von 1962, der niedergelassene Patient, Südwestfunk 1984, der griechische Dolmetscher, SR-Produktion 1965, das sind die SR, die ragen wieder wahrscheinlich so ein bisschen raus, das sind die, die man nicht so kennt. Und das Geheimabkommen, ebenfalls SR-Produktion 1965-66 und das letzte Problem, BR-Produktion 1968. Oh, übernimm, ich kann nicht mehr. Ja, ich mache jetzt mal die zweite Box, die heißt Sherlock Holmes, die Rückkehr. Und darin sind das Hörspiel Das leere Haus, BR 1968, Die einsame Radfahrerin, ebenfalls BR 68, Sherlock Holmes verfolgt eine Fährte, eine SR-Produktion aus 1965, Sherlock Holmes auf Freiersfüßen, BR 1963 und Der goldene Klemmer vom BR aus dem Jahr 1962. Schön. Ja. Das ist doch bestimmt genauso hörenswert wie die anderen beiden, könnte ich mir vorstellen. Da gehe ich nochmal fest von aus. Wiederhören mit Passetti ist immer schön. Aber auch die anderen. Dann Winterzeit gibt es auch was Neues, und zwar eine ganz neue Reihe wird es da geben. Und zwar Sonja Singer, Kriminalkommissarin heißt das Ganze. Und Folge 1 trägt den Titel Atemnot. Und die Buchvorlage stammt von Carola Klasen. Atemnot. Ach nee. Ja, so ungefähr. Dann wieder ein Umklapp. Ja, super leid. Eine Ursendung, wieder was Audioartiges im Deutschlandfunk Kultur. Der Tod des Anthropozäns von Julian Bonequi. Eine Deutschlandfunkproduktion mit dem CTM-Festival in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, Sokos, ORF, Musikprotokoll im steirischen Herbst und Ö1 Kunstradio. Heidewitzka, ja. Da haben wir viele mitgemacht. Genau. Ja, mache ich später noch einen Umklapp und den Punkt feiere ich dann wieder erste FC Köln. Ja, Freitag, 9. Februar, immer noch 19.04 Uhr WDR 3, gibt es einen Krimi von Peter Jacobi, Das Schweigen der Mailbox.
Das ist ein schönes Hörspiel, weil es recht originell von der Idee her ist. Man hört quasi die Gespräche bzw. die Monologe, die auf einem Anrufbeantworter gesammelt sind, und aus dem bastelt sich dann eine Geschichte zusammen, in der es um eine Frau geht, der Anrufbeantworter gehört, und ihr Mann, der eifersüchtig ist, verlassen wurde und jetzt versucht, sie wiederzukriegen, und alles, was darum geschieht. Und ja, das hat schon sehr viele spannende Momente. Es konnte nicht ganz durchgehalten werden, dass man das nur mit dem Anrufbeantworter macht, aber von der Idee her finde ich super, und ja, es ist wirklich mal was sehr Originelles und mal eine ganz andere Erzählweise. Fand ich auch sehr originell. Das hat mir gut Ja. gefallen. Auch wenn ich ein bisschen gebraucht habe, um reinzukommen am Es Anfang, dauert am Anfang ein bisschen, bis du die ja, bis Person was. auch auseinanderklabustert bekommst, ja. Aber das geht dann doch relativ fix und baut sich ein schöner Spannungsbogen auf und kommt zu wirklich Und sehr absurden, wendungsreich, ja. ja, zu sehr absurden Szenen dann Ja, tatsächlich. genau, ja. Sehr krass. Tatsächlich. Ja, bleiben wir immer noch beim Freitag, 20 Uhr SRF 1. Da gibt es ein Hörspiel von Stefan Pörtner. Verhörspiel heißt das Ganze, und es ist erstmal zu hören, weil es eine Neuproduktion ist. Die Regie hat Reto Ott. Sehr cleverer Titel. Verhörspiel. Dann dein. Ich traue es mir fast gar Unklar. nicht zu sagen. Im Deutschlandfunk am Samstag um 0:05 gibt es nochmal Alarv zu hören, das wir euch ja schon mehrfach betrommelt hatten. Obwohl, nö, eigentlich war es nur einmal, Ich oder? glaube, es lief nur einmal, ja, wie Na. vorher zur Fastnachtszeit, genau. Na denn, eigentlich könnt ihr alle Fasnacht-Hörspiele, könnt ihr wegkloppen, hört euch nur das an, das ist das Fasnacht-Hörspiel. Nein, Gibt es nicht noch mehr? wirklich. Nee. Stopp mit. Bestimmt, oder? Ist aber immer clever, sowas zu machen. Ja, ich denke mir Also jedes Mal, so ich hätte damals bestimmt. das Wacken-Hörspiel machen sollen, nicht Duisbattel. Ja, das wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Wehe, es gibt jetzt ein Wacken-Hörspiel. Ja. Es ist von Jochen Langer und von Ralf Hamann und eine WDR-Produktion aus 2016, in denen es um Zombies geht, mehr oder minder. Es ist sehr schräg. Sehr, sehr schräg, aber alles komischerweise irgendwie bodenständig. Hört es euch Naja, an, komm, also ist die, da spannend. verbündet sich Düsseldorf und Köln. Also Zombies okay, aber irgendwo, Ich eigentlich erzählt, dass ja. ich mir mal getraut habe, in Köln ein All zu bestellen? Es wundert mich, dass du noch da bist. Ich wollte eigentlich nur einen Gag machen. Tja, Ja. das fanden viele nicht so lustig. Das kann ich mir sogar Kein genau Humor, die vorstellen. Kölner. Da gibt's, ich weiß nicht, wer diese Story erzählt hat, der in Düsseldorf Auto mit Düsseldorfer Nummer in Köln stehen hatte und hatte dann hinten den ersten FC Köln-Aufkleber drauf. Und da hat einer mit dem Schlüssel das Auto verkratzt bis zu dem ersten Köln-Aufkleber und hat dann wohl drunter gekratzt. Entschuldigung. Ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Irgendein Prominenter. Komme auch nicht mehr drauf. Naja, Ja. nicht für den, dem das Auto gehört. Samstag, 10. Februar, ganz früh morgens, und zwar um 5.05 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur. Also das klingt eher nach Programmieren als anstatt nach Live hören. Da gibt es zwei Hörspiele aus der Reihe Neumann zweimal klingeln. Das ist ja eine Produktion des Rundfunks der DDR, die ab 1968 bis in die 80er Jahre hinein lief. Diese Soap hat über 600 Folgen auf dem Buckel bekommen. Und die ersten beiden, die gibt es da nochmal zu hören beim Deutschlandfunk. Und zwar die Folge 1, der Umzug, und Folge 2, die FDJ-Gruppe. Ja, und am Samstag um 21:05 Uhr im NDR Info den dritten Teil von Geronimo, die Ursendung nach Leon de Winter. Ja, Audioartiges gibt es wieder bei HR2 um 23 Uhr. Duckwell, alles gut, von Harald Münz. Am Sonntag, den 11. Februar um 17 Uhr, gibt es im SRF 2 Kultur dann die zweite Staffel von Kilroy Was Here. Es geht los mit Teil 1 und Teil 2, die Konferenz und Return to Castle Wolfenstein von Robert Weber. Hört euch Ja, das an. unbedingt. Da würde ich doch dringend zu raten. 18:20 Uhr hat SWR2 eine Ursendung im Programm. Last Exit to El Paso, ein Hörspiel von Fritz Rudolf Fries. Dann im SWR 4 am Sonntag um 21:03 Uhr eine Ursendung, und zwar das Hörspiel Waldmenschen von Daniel Oliver Bachmann, eine SWR-Produktion. Ja, das ist wieder ein Fall aus der Reihe Schwarzwaldranger für die Freunde, die sich das merken würden. Dann Audioartiges nochmal, und zwar um 23 Uhr, diesmal bei Ö1. Da gibt es radiologische Lesungen 5 von Aufzeichnungssysteme und Konrad Bär. Jawohl. Okay. Dann am Montag, der Montagsabend-Krimitermin um 21:30 Uhr im Deutschlandfunk Kultur, ist dieses Mal
Ein Hörspiel von Oliver Bukowski. Ja, eine Deutschlandradio-Produktion aus 2016 namens Schwenkfutter, die ich sehr gerne noch gehört hätte, aber der Zeit hat leider nicht mehr gereicht. Ja, ich habe sie gehört, habe sie allerdings direkt im Anschluss an Die Nacht des Luchses gehört und war dadurch nicht ganz so begeistert wie von dem tollen Die Nacht des Luchses. Also Schwenkfutter ist ein solider Krimi, keine Frage, gut erzählt, aber jetzt nicht überbordend originell. Also ich fand, das war halt so Soko-Niveau. Mhm. Kann man gut hören, aber ist jetzt auch nichts, was man in 2 Jahren noch von erzählen wird. Dann macht's Dillen. Es ist soweit. Ah, ja. Der Radio-Tatort steht an. Mittwoch, 14. Februar um 20.05 Uhr im BR2. Wie immer geht's los. Die Ursendung des Radio-Tatorts 119 im Königreich Deutschland. Ein Radio-Tatort des SWR von Katja Röder. Um 21.05 Uhr, also direkt im Anschluss, gibt es bei NDR 90,3 das Hörspiel Istappen oder Kiekner Buten. Ein Mundart-Hörspiel von Gunda Wirschun. Das wird dann natürlich auch auf den anderen Regionalwellen von NDR und bei Radio Bremen auch dann laufen. Ein Hörspiel, in dem es um ein Ehepaar geht, was während eines Stromausfalls eingeschlossen ist in die eigene Wohnung und es gibt halt keine Möglichkeit, ja, sich sonst die Zeit zu vertreiben. Man muss quasi miteinander reden und das tut auch total Not, weil diese Ehe ist tatsächlich schlimmer dran, als man denkt. Und gerade jetzt, wo man dazukommt, endlich mal darüber reden zu müssen, ja, gehen da auch plötzlich alle Klappen auf und es wird mal richtig Tacheles geredet. Und das ist schon ziemlich gut, weil das halt sehr, sehr dicht ist. Es ist ein relativ kurzes Hörspiel und trotzdem ist da unheimlich viel Geschichte drin. Also die ganze Ehe wird in allen, ja, weniger Höhen und mehr Tiefen aufgearbeitet und trotz aller Finsternis dieses Hörspiels gibt es da noch so einen kleinen Lichtblick am Ende. Also fand ich schon ziemlich gut, muss ich schon sagen. Ist allerdings, man muss ziemlich gut zuhören, also das Niederdeutsch ist doch schon ein bisschen heftiger, also man braucht ein paar Minuten, bis man drin ist, aber zum Glück passiert auch in den ersten 5 Minuten nicht allzu viel, was jetzt für die Haupthandlung entscheidend wäre. Ja, dann wieder in den Handel. Und zwar geht's bei Hammer Media Audiobooks auch weiter mit den diversen Reihen, nämlich Dr. John Evelyn Thorndike, die 4, die stumme Zeugin, die Geschichte ist von Askan van Bargen und die Musik von Dirk Hardegen. Grüße. Ach, guck an. Michael Rutherford, Folge 4, die gibt's auch. Falschen Blau und immer grün heißt die Folge und ist auch bei HM Audiobooks erschienen. Oder erscheint da. Und die Serie Sherlock Holmes und John H. Watson geht auch weiter mit der 7, das Wispern der Libelle. Ja, und bei Clever Productions soll es auch wieder einen neuen Fall für die jungen Detektive geben. Und zwar der Fall heißt Der verfluchte Nachtwächter und das Ganze ist von Florian Quanz. Ich glaube, die ersten zwei hatten wir, besprochen, oder? Ich mich so dunkel erinnern. Ist das die dritte oder die zweite? Das müsste schon die dritte sein. Echt? Ich kenne die zweite. Die zweite haben wir irgendwie verpasst, glaube ich. Ja, da spricht der halb 5 Freunde mit, sehe ich gerade. Theresa Underberg und Janik Endemann. Oh. Also ein paar zumindest. Und Timmy der Hund. Auch sonst, also ich meine, da sind ja schon illustre Namen, die man jetzt nicht unbedingt als Hörspiel, aber Sky Dumont, Katharina Wackernagel, Natalia Wörner. Hm. Ups, guck an. Mal vielleicht mal reinhören. Dann die 15 der Gespensterkrimis kommt auch raus. Eine Geschichte von Erik Albroth, der sehr umtriebig ist in letzter Zeit und zukünftig, wenn man auf die neuen Mord-in-Serie-Titel guckt. Mhm. Und zwar heißt das ganze Ding Monster Truck. Sehr trashig. Sind wir mal gespannt. Ja, dann, ach, Niggerbocker-Bande, die gibt's auch nochmal. Und zwar am 16. Februar kommt die Folge 16, Das Biest im Moor. Die Folge 17, Kennwort Giftkralle. Und die 18, Die Gruft des Baron Pizza. Ah, echt. Du siehst mich kopfschüttelnd. Ja, ebenfalls. Mhm. Dann gibt es auch eine neue Folge von Morgan und Bailey, nämlich die Folge 12, Tod in den Hamptons. Ja, 17. Februar, 0.05 Uhr, ein Umklapp. Deutschlandfunk gibt es den Mitternachtskrimi Der Lombardische Kurier von Giorgio Scabanenko, eine MDR-Produktion aus dem Jahr 2006, Regie Leonard Koppelmann. Und das ist was für Freunde der Krimis etwas härterer Gangart oder ziemlich harter Gangart. Also das ist schon ziemlich miese Story. Darin muss ein Ermittler den Mord an einer jungen Lehrerin aufklären, beziehungsweise eigentlich aufgeklärt ist er schon. Die Täter sind eigentlich schon auf der Polizeiwache und stehen dem Verhör zur Verfügung, werden auch verhört. Aber der Ermittler hat halt eben noch den Gedanken, dass die Jungs diese Ermordung
nicht aus eigenem Antrieb haben, sondern dass da mehr dahinter steckt. Und dem auf die Spur zu kommen, das ist hier zu hören. Das ist eine richtig gut erzählte Story, aber sehr, sehr hart, sehr, sehr haarig und ja, nichts für schwache Gemüter. Krass besetzt, Martin Reinke, Ja. Irm Hermann, boah, stark. Der ist schon gut, ja. Ein Hörspiel, was wir euch schon vorgeschaltet haben, das gibt es um 19:04 Uhr bei WDR3 und wird dann auch zum Download zur Verfügung stehen. Das Hörspiel Everest von Andreas Ammer und FM Einheit, in dem es um die LP Abbey Road von den Beatles geht, wie man ja am Titel erkennen kann. Ja, na gut, die Insider schon, weil das war ja der Arbeitstitel, beziehungsweise sollte der Titel der Platte sein, ja. Dann um 14 Uhr im Ö1 gibt es die besten Hörspiele des Jahres. Naja, also behauptet zumindest Kurt Reisenecker und Johanna Tirntal. Die Genau, das sind moderieren das die. nämlich und stellen das vor. Genau, da geht es um den Wettbewerb. Die Österreicher wählen ja auch aus ihren Hörspielen das Beste aller Neuproduktionen und ja, die Besten werden dann da schon mal vorgestellt. Und da gibt es ja dann später noch mehr zu dem Thema. 20:05 Uhr Deutschlandfunk gibt es eine Ursendung 20 Days of Optimism von Hartmut Gerken. Und dann um 8:05 Uhr frühmorgens am Sonntag im Deutschlandfunk Kultur ein Hörspiel von Thilo Reffert, nämlich Mr. Handicap, eine Deutschlandradioproduktion aus 2016. Genau, darin geht es, wie der Titel schon ahnen lässt, um eine Klasse, in der ein Schüler, der unter einer angeborenen Gelenksteife leidet, ja, integriert werden soll, also inkludiert ist eigentlich. Und ja, die Probleme, die es damit gibt, die sind hier niedergelegt. Ich konnte es leider nicht ganz fertig hören, das hat die Zeit nicht mehr gereicht. Aber so die erste Hälfte fand ich bis jetzt sehr vergnüglich und bin mal gespannt. Das Schöne bei Thilo Reffert ist ja, das ist nicht, man hört nicht immer diesen erhobenen Zeigefinger. Das ist ganz nett gemacht. Der ist da schon ein bisschen sehr schön pragmatisch, geht er da zu Werke und bis jetzt ist das alles sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr lustig und ja, trotz alledem immer noch pädagogisch wertvoll. Ja, dann am Sonntag um 14:04 Uhr im HR2 eine Ursendung und zwar ein Hörspiel von Gesine Schmidt, eine HR-Produktion Pfirsichblütenglück, schimpft sie sich. Ge warum sagt mir Gesine Schmidt gerade was? Kannst du mir das sagen? Hast du vielleicht dieses Stück mit Arisierung in Göttingen gehört? Nee, Schon? Oops, Für wrong Jennifer? planet. Hab's schon. Bingo. Ach ja, genau. Das Das war war auch von von ihr, ihr. genau. Das war toll. Ja, 14:05 Uhr, WDR5 startet eine länger laufende Reihe und zwar Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Die erste Umsetzung des WDR, also beziehungsweise die Umsetzung dieses ersten Buches, ist ja damals auch beim DRV erschienen und das Ganze ist jetzt zu hören ab dem 18. Februar, jeweils sonntags 14:05 Uhr und der Wiederholung montags 19:05 Uhr. Dann was Audioartiges um 23 Uhr um Ö1 am Sonntagabend, nämlich die Ursendung von Gestohlenes Band retourniert, Tape Stolen and Returned von Gerald Fiebig, eine Eigenproduktion. Ja, ich versuche mal bei den Umklapps ein bisschen aufzuholen. Ja, 0 ich auf 5 merk's Deutschlandfunk gerade. Kultur. Ja. Ich spüre dein Nacken schon, wollte ich sagen. Genau. Ich habe Nacken im Atem. Ja. Ja, 19. Februar, 0:05 Uhr Deutschlandfunk Kultur. Eine Ursendung von Nolte DeKa. Das Tierreich. Eine Neuproduktion in der Regie auch des Autors. Nein, des Sohnes des Autors. So. Ja, jetzt aufgemerkt. Am Montagabend, 19. Februar um 21:30 Uhr gibt es im Deutschlandfunk Kultur etwas sehr, sehr Schönes, nämlich ein Hörspiel von Sven Stricker, von Sven Stricker. Sven Stricker hat seinen eigenen Roman Sörensen hat Angst, also den ersten Sörensen-Roman. Es gibt ja schon mehrere mittlerweile, oder? Liege ich jetzt Ich glaube ja. verkehrt? Selber umgesetzt für den Deutschlandfunk Kultur. Mit in der Hauptrolle Bjarne Mädel, wie die Wer Faust sonst? aufs Auge. Na klar, das passt einfach. Aber es ist nicht nur Bjarne Mädel zu hören, sondern ein Felix vom Manteuffel. Ein Florian Lukas ist zum Beispiel zu hören. Also kriegt man einiges zu hören. Aber nicht nur das, sondern auch ein sehr schön Nordkrimi mit extremst viel Nordflair. Aber das Ganze nicht. Also ich hätte das eigentlich sehr humorig gedacht. Ist es aber tatsächlich ja eigentlich nicht. Das schlägt ja wirklich bitterst böse Töne an, dieses Stück. Und das hat mich dann sehr begeistert, muss ich sagen. Es geht ja um den Sörensen. Der Sörensen ist Kriminalhauptkommissar, war in Hamburg, hat aber mit diversen Problemen zu kämpfen, nämlich mit einer handfesten Angststörung.
die ihn verfolgt und das Arbeiten behindert. Und deswegen zieht er quasi einen Schlussstrich und zieht an die Küste nach Kartenbüll in Nordfriesland, also in ein Kaff, in die hinterletzte Provinz quasi, wo er hofft, dass ja, die Fälle nicht so schlimm werden wie in Hamburg. Tja, er kommt frisch dort an, schon hat er die erste Leiche auf dem Tisch quasi. Naja, nicht auf dem Tisch, sondern in der Scheune. Und zwar hat sich der Bürgermeister, der Bürgermeister liegt tot in der Scheune und wurde umgebracht. Er wurde erschossen. Und ja, es gilt, diesen Fall aufzuklären. Und der Fall ist heftig. Ja, und Sörensen hat halt, wie gesagt, diese persönlichen Probleme, die er auch, das wird, finde ich, sehr clever erzählt, immer mal mit seinem Vater bespricht, mit dem er telefoniert. Ja. Und mit dem er eben auch, der ist nämlich selber Polizist gewesen, ja, so die Ermittlungen so ein bisschen reflektiert. Und so bekommt der Hörer eben auch einiges, also ohne Erzähler, auch einfach mit. Clever gelöst, finde ich. Ja, und das Ganze atmet halt Norddeutschland ein, ist aber eben nicht so ein typischer Norden-Krimi, die so eher so humorig sind, sondern das ist schon, auch wenn es tatsächlich Bjarne Mädel ist, wo man eben so ein bisschen an der Nase rumgeführt wird, das fand ich irgendwie clever, ist das tatsächlich schon sehr tragisch und ja, düster letztlich. Mhm. Und also ich war sehr, sehr angetan von dem Ding und kann das euch nur allerwärmstens empfehlen und freue mich irrsinnig, dass da hoffentlich dann auch mehr kommen wird von. Ja, aber es ist ja, also ich fand ihn jetzt gar nicht so bierernst, fand ich ihn dann doch nicht, weil es gibt ja doch einige flapsige Sprüche und einige Merkwürdigkeiten, die sich durch das, gerade in dem Zusammenspiel der drei Polizisten, also Sörensen mit seiner Kollegin und dem Kollegen, allein diese, wie es um den Vornamen geht, das fand ich ja so schön, dass man erfährt ja nicht, wie Sörensen mit Vornamen heißt. Und man weiß dann nur später, dass Malte der schlimmere Vorname wäre. Stimmt. Ja, aber das es überwiegt doch schon. Ja, ja, klar, es überwiegt, aber es ist jetzt nicht so, dass es ist nur, also es ist jetzt nicht so mankelmäßig, nein, dass das alles Mankel, nur so tief betrübt ist. Nein, sondern das ist auch schon Licht gegeben. Was ich schön fand, ist, dass man auch dieser Bjarne Mädel wie in so einer Art Kapsel agiert. Also das ist ja so. Das fand ich schon schön, dass er so abgegrenzt ist, weil er ja halt so diese Angststörung hat und so das möglichst da für sich bleiben will. Und das fand ich gut angefangen, tatsächlich. Also toll gespielt von ihm, fand ich. Fand ich super, ja. Ja, hört euch das an, wirklich. Ganz dringende toll. Empfehlung, ja, unbedingt. Mhm. Hört euch das an. 19. Februar läuft es, 21.30 Uhr, Deutschlandfunk Kultur. Merken. Dann wieder kurzen Abstecher in den Handel. Am Donnerstag, den 22. Februar, gibt's bei Sauerländer Audio ein Hörspiel von Werner Holzwart, nämlich vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hatte, und die Rache des Hans Heinrich. Ja, Donnerstag, 22. Februar, 22.03 Uhr bei SWR 2 gibt es die Ursendung des Hörspiels Twittering Machine von Klaus Bulert. Oha, alle entdecken. Mhm. Ja. Ist das Trump? Vielleicht. Dann wieder in den Handel. Am Freitag öffnet der Handel wieder seine Pforten und da gibt es unter anderem die Folge 5 des Schwarzen Auges im Reich des Nekromanten bei der Winterzeit und der Audionarchie. Ja, bei Europa gibt es eine neue Folge 5 Freunde und zwar die 125, 5 Freunde und die gemeine Falle. Und eine neue Folge Hani und Nani, die 58, Sommerspaß mit Hani und Nani. Na, das war sehr optimistisch. Eine neue Folge John Sinclair gibt es auch und zwar aus der regulären Serie, das muss man jetzt mittlerweile immer dabei sagen, die 120, die goldenen Skelette. Und aus dem Tonstudio Braun Archiv befreit die John Sinclair 72 Dr. Tod. Ja, der Dr. Tod. Und noch ein Schwung. Kniggerbockerbande, die 19, der Bumerang des Bösen, die 20, das Gold des Grafen Dracul und die 21, das Geheimnis des Herrn Halloween. Diese Titel sind so der dritte Titel ist immer der schlimmste. Ich weiß auch nicht. Ja, dann wie schon angekündigt, Erik Albroth war sehr umtriebig und hat auch die Mord in Serie 31 geschrieben, Live Unlimited, mit einem sehr leckeren Cover. Dann, 23. Februar, gibt es bei Offenbarung auch Neues, und zwar die Folge 77, Zucker, weißes Gold, natürlich bei Maritim. Und eine neue Folge der Playmos, die 60, das sollte man eigentlich anhören, die magische Fußballmannschaft.
Ja, das klingt gut. Ja. Super. Dann gibt es eine neue Folge des Gruselkabinetts und zwar eine Doppelfolge Sweeney Todd, der teuflische Barbier aus der Fleet Street. Ein Hörspiel von Marc Kruppe. Cool, freue ich mich. Ja. Dann eine neue Folge TKKG wird es auch noch geben, die 204 Verschwörung auf hoher See. Gut, dann mache ich schnell den Umklapp und Hey, mit hast dem du gleich gezogen. Anschlussserver. Krass. Ja, das wird Ne? noch. Zack, zack, bum, bum. 0:05 Deutschlandfunk Kultur gibt es ein neues Hörspiel, audioartig, und zwar Illuminations von Soundwork Kollektiv. Ja, dann dick und fett markieren. Am Freitag, den 23. gibt es auch um 19:04 Uhr im WDR3 eine Ursendung, auf die wir uns sehr freuen, nämlich einen neuen Doberschütz. Tatsächlich, Doberschütz geht doch weiter, obwohl es die Wende gab. Doberschütz und das kleinste Verbrechen der Welt von natürlich Tom Peukert. Wir freuen uns sehr. Ja, und da geht es aber zurück. Also es geht nicht, es schließt nicht an, sondern man erzählt den Werdegang von Doberschütz zum Privatdetektiven. Bin ich mal gespannt drauf. Ein Prequel. Ja, Freitag, 23. Februar, 19:05 Uhr bei Ö1 geht es los mit der, oder beziehungsweise wird die Ö1 Hörspielgala übertragen. Gute 2 Stunden rund ums Hörspiel, rund ums österreichische Hörspiel, um die verschiedenen Preise, vom Preis der Kritik über den Publikumspreis bis zum Kurzhörspielwettbewerb Track 5. Alle Preisträger werden dort gekürt. Es gibt ein buntes Programm drumherum. Und das ist eigentlich immer eine sehr schöne Veranstaltung und bestimmt hörenswert. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Also zumindest am Radio. Ja, um 20 Uhr am Freitag gibt es dann im SRF1 eine Ursendung, nämlich Die Mechanik des Herzens von Matthias Malzieu. Ja, um 22:03 Uhr gibt es bei SWR 2 den ersten Teil eines zweiteiligen Hörspiels, was keinen gemeinsamen Titel hat. Der erste Teil heißt das Ultimatum und der zweite Teil die Verlängerung, die läuft dann die Woche drauf. Das Ganze ist von Friedrich Christian Delius und eine WDR-Produktion zusammen mit dem HR aus dem Jahr 1988. Und da geht es um die Entführung der Landshut im Jahr 1977 und man erzählt von dieser Entführung und man erzählt zwar die Story auch drumherum, aber hauptsächlich blickt man auf die Gefühlslage der Geiseln und zwar anhand einer Geisel, die dort sitzt und die also quasi dieses Geschehen in Echtzeit quasi erlebt und wiedergibt. Also es ist. Wer jetzt da so ein dokumentarisches Hörspiel erwartet, das ist es eigentlich nicht. Es ist mehr so ein Blick in die Seele, die aber auch etwas, meine Begriffe, zu verkünstelt und zu wenig echt wirkt, weil sie halt so ins Philosophische abgleitet, was man in dieser Stresssituation wahrscheinlich in der Form nicht machen würde. Das ist halt ja so ein Versuch, das Ganze künstlerisch und psychologisch aufzuarbeiten. Ja, also mich hat es jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber ja, es gibt bestimmt Leute, die dieses Format mögen und Also insofern, denen würde ich es zumindest empfehlen. für mich hat das auch überhaupt nicht funktioniert. Nee. Ja, Ganz es ist, merkwürdig, wenn wie man man zu das wenig. Ja. zusammenbringt. Also, nee, fand ich sehr komisch. Ich finde, es geht halt viel verloren. Also von diesem. Ja, ich weiß auch nicht, was man da mal Ja, erzählen wollte. was man wollte, genau. Also, Ja, keine das Ahnung. ist Weiß halt ein nicht. bisschen schwierig. Man hat zwar so einen Einblick in das Seelenleben, von dem man aber weiß, dass es so eigentlich nicht gewesen sein kann. Also kann man keiner erzählen, dass man so Nee. da sitzt und da so denkt in den teilweise extremsten Stresssituationen. Merkwürdig. Ja, am Freitag bleiben wir noch dabei, 22:04 Uhr im RBB Kulturradio noch eine Ursendung und zwar Mein fremdes Land von Laila Rabi und Mohammad Al-Atta. Ja, am Samstag, den 24. Februar, gibt es dann um 14 Uhr bei Ö1 das Hörspiel des Jahres und zwar den Publikumspreis. Das Hörspiel könnt ihr dort nochmal hören. Apropos Galen, wir haben auch die Kinderhörgala, die gibt es um 14:04 Uhr, also parallel dazu im HR2 zu hören. Bei der der Hörbuchpreis der Landeshauptstadt Wiesbaden verliehen wird. Ja, 19:04 Uhr gibt es bei WDR3 eine Ursendung mit anschließender Downloadmöglichkeit. Die Feuerbringer. Eine Schlageroperetta. Das macht mir ein bisschen Angst. Bisschen. Ja. Ja, die Musik ist von Rainer Quade unter anderem. Ach, guck an. Naja, dann könntest du ja vielleicht doch noch. Dann Audio Art, 23 Uhr am Samstagabend gibt es im HR2 eine Ursendung, nämlich Kettenreaktion von Christina Kubisch. Ja, am 25. Februar, also das ist der Sonntag, 14:05 Uhr bei NDR Info, ein Hörspiel, was nicht nur den Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe, sondern auch unser großes Wohlwollen gewinnt, und Oh ja. zwar Käferkumpel von MG Leonhardt. Cooles Ding.
Das ist wirklich ein sehr schönes Ding hier. Dann am Sonntag, 25. Februar um 23.03 Uhr im Ö1 gibt es nochmal das. Nee, da. Hä? Das verstehe ich nicht. Ist das dann nochmal die Gala oder? Nein, es ist Achso, da gibt auch es dann das das Hörspiel Hörspiel des des Jahres. Jahres, genau. Ah, da gibt es dann Ja. das Hörspiel des Jahres zu hören. Genau, mit der Kritik, also der Preis der Kritik, also nicht der Publikumspreis, der war ja samstags und jetzt sonntags gibt es dann den Kritikerpreis. Und da mache ich jetzt den Boah, Ausgleich mit shit, ja. 0:05 Deutschlandfunk Kultur, keiner hat mehr mitgerechnet, nennt mich Schalke. Kurzstrecke 71, darin sind die Hörspiele und Hörstücke Silence and Effect von Patrick Bayer, Katastrophenschutz von Gregor Glogowski und natürlich Neues aus der Wurfsendung mit Julia Tieke. Das ist so spannend heute. Ja. Dann. Man kann sich gar nicht mehr auf die Inhalte von den Hörspielen Nein, konzentrieren. überhaupt Es nicht. geht nur noch um den Sieg. Dann am Und es sind noch Montag. 2 Tage. Am Montag, den 26. Februar um 19.04 Uhr, gibt es im WDR3 ebenfalls einen Tipp von uns: den ersten Teil der Königsallee von Hans Pleschinski, die WDR-Produktion aus 2015, die beim DAV auch auf CD erschienen ist. Ja, wobei es um Thomas Mann geht, der nach Düsseldorf reist, um aus dem Krull vorzulesen. Ja, dann ebenfalls an dem Montag, 26. Februar, 22 Uhr bei MDR Kultur, das Geräusch einer Schnecke beim Essen, ein Hörspiel von Elisabeth Tova Bailey, eine SRF-Produktion aus dem vergangenen Jahr, in dem es um eine Frau geht, die ans Bett gefesselt ist und nach und nach immer mehr die Körperfunktion verliert. Sie hat Lähmungserscheinungen und kann sich also kaum noch bewegen. Jede Bewegung braucht unendlich lange, um sie auszuführen. Und eine Freundin bringt ihr eine Schnecke mit als Haustier, weil sie sagt, naja, so eine Schnecke, die ist ähnlich schnell wie du momentan. Ja, zwischen dieser Schnecke und der Frau gibt es dann eine Verbindung und ja, es wird über diese Schnecke erzählt, aber auch über diese Krankheit. Das hat ein gewisses Interesse, aber irgendwann hat es mich tatsächlich leider verloren gehabt. Also, das ist auch wieder so ein Fall. Gute Idee, fängt auch gut an, aber es trägt halt einfach nicht über die Spielzeit. Und insofern hätte mir jetzt besser gefallen, wenn es ein bisschen geraffter gewesen wäre, ja, ein bisschen mehr Richtung gehabt hätte. Ja, dann soll im Februar auch noch erscheinen die Dark Mysteries Folge 16, blutige Regie bei der Winterzeit. Die wurde ja schon mal verschoben Oh, und mehrfach, jetzt ja. sollte sie im Februar rauskommen. Mal gucken. Wer das Hörspiel des Jahres 2017 nochmal hören will, und zwar Cold Haven von John Burnside, der kann am 28. Februar um 21 Uhr nochmal HR2 anschalten. Dort wird es nämlich nochmal zu hören sein. Ist ja auch ein Bulat, ne? Ja. Genau. Und das war's mit dem Februar. Ja, und das war's mit dem Und das Orcast. war's mit dem Orcast, genau. Also mit der Ausgabe. Wir trennen uns 4 zu 4 Muss man Unterschieden. immer dazu sagen, ja. Dass ihr da erschreckt. Ja, um Gottes Willen. Nein. Ja, mir fällt nichts mehr ein sonst. Nee, also wir sind ja auch ausgebabbelt. Also Richtig. es ist alles gesagt, was es zu sagen gab. Dann können wir Ja. Feierabend machen. Genau, ihr hört jetzt, wir hatten mehr als 250 Hörspiele in diesem Orcast drin. Also es wird ja wohl was dabei gewesen sein, dass ihr bis zum nächsten Mal genug zu hören habt. Ich denke auch. Ja. Für alle Geschmäcker. Jo, Jo. genau. Dann freuen wir uns, Schön. dass wir euch demnächst wieder auf die Nerven gehen können. Ende Februar gibt es dann den nächsten Orcast. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Genau, macht das. Bis denn. Okay, ciao. Tschüss.